Der heutige Handelstag war bereits schon zur Öffnung der einzelnen europäischen Märkte durch relativ spannende Ereignisse geprägt. Einerseits sehen wir bei der Valneva-Aktie ein gutes Plus von ca. 41% bis zum aktuellen Zeitpunkt. Und jetzt den Antagonisten des heutigen Videos ist natürlich, wie schon zu erwarten, Ocugen, die bereits schon zum Anfang, zum Börsenstart hier mit ca. 14% im roten Bereich platziert waren. Wir sehen relativ unterschiedliche Performancen, die eine Aktie steigt, die andere Aktie fällt. Dennoch haben diese zwei Aktien eine Gemeinsamkeit. Sie gehören im gleichen Sektor, und zwar im Impfstoffsektor. Und hier ist jetzt die spannendere Frage: Wieso ist die Aktie überhaupt gestiegen bzw. gefallen? Was steckt dahinter? Welche News ist da überhaupt hinter oder auch ausschlaggebend für diesen Kursverlauf? Und das werden wir natürlich in Kombination mit der technischen Chartanalyse, wo wir einzelne Kaufsignale und Prognosen definieren werden, im heutigen Video analysieren. Also dranbleiben lohnt sich an der Stelle. Aber erstmal moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Trading Show. Nach einer Woche Pause kommt jetzt wieder Neues von mir, und zwar geht es direkt los mit den einzelnen Impfstoffaktien. Nebenbei erwähnbar wäre natürlich noch, dass ich das ganze Video wieder in Kapitel unterteilt habe. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht die andere Aktie gucken, ihr könnt genau zu eurer Lieblingsaktie skippen, sprich Ocugen oder Valneva. Ihr könnt einfach unten in dieser Timeline zu eurer berechtigten Aktie dann hingehen. Jetzt aber zu dieser Sache, dass wir erstmal beide Aktien in einen allgemeinen Überblick reinpacken können. Also wir wollen im Allgemeinen gucken, was hier überhaupt los ist, und das Ganze machen wir mit Wall Street Online. Und hier haben wir direkt schon eine Auflistung, je nach Suchanfragen, sprich wie hoch ist die Nachfrage, wie oft wurde die Aktie bereits am heutigen Handelstag gesucht, und wir sehen, Valneva auf Platz 1, vorher waren sie auf Platz 31, also ca. 30, 31 Plätze, super gut gemacht, auf jeden Fall eine extrem positive Performance, ebenfalls mit 13.678 Suchanfragen im oberen Bereich des heutigen Tages. So, dann gucken wir einfach mal, wo der Kontrahent des heutigen Videos ist hier, und zwar haben wir Ocugen, die aktuell auf Platz 8 platziert sind, von Platz 6 sind sie gefallen, ebenfalls der Freitag, ihr kennt es wahrscheinlich schon, war kein positiver Handelstag, da begann dieser fallende Trend jetzt schon, und am heutigen Tag kommt wahrscheinlich auch eine Art Schlussstrich. Ob das vielleicht ein Kaufsignal wert wäre, ob man hier vielleicht einsteigen sollte, das erfährst du definitiv gleich. Hier sehen wir aktuell mit ca. 3820 Suchanfragen eine relativ unterdurchschnittliche Platzierung. Dennoch erstmal nicht so schlecht. Dennoch sollte man erwähnen, dass Valneva hier mit ca. 10.000 Suchanfragen mehr platziert ist. Das heißt, wir haben eine erhöhte Nachfrage, das heißt, ein Interesse besteht. Viele Leute suchen diese Aktie, und darum sollte man vielleicht auch in Betracht ziehen, dass hier irgendeine News rausgekommen ist, die den Kurs ebenfalls hier am heutigen Tag um ca. 40% nach oben gedrückt hat. Und um diese News fangen wir direkt mal an mit dieser ersten Aktie. Was steckt dahinter? Wieso ist der Kurs am heutigen Tag so phänomenal nach oben geschossen? So, und jetzt müssen wir einmal kurz klären, was überhaupt das Fundament eines Impfstoffes ist, beziehungsweise was so einerseits die positivste News sein könnte, die einer Impfstoffaktie passiert, und zwar sind das bei unzugelassenen Aktien, dass wir wirklich in das Zulassungsverfahren reinkommen, dass wir wirklich auch in das einzelne Impfstoffprogramm von der EU, zum Beispiel auch von einzelnen Großbritannien oder so viele sozusagen aufgenommen werden, dass der Impfstoff in den jeweiligen Ländern verkauft, beziehungsweise auch generell vermarktet wird. Das ist der Punkt, und das ist dieses Kernaussage des heutigen Tages, und jetzt zitiere ich einfach mal die News, was hier überhaupt los ist. Das Covid-19-Vakzin, an dem die Franzosen arbeiten, also es ist ein französischer Impfstoff, wies laut Unternehmensangaben in einer klinischen Studie einen besseren Immunschutz auf als jener von AstraZeneca. Das heißt, man könnte generell schon mal so in den Vordergrund stellen, Valneva-Impfstoff ist besser als den von AstraZeneca. Dies ebnet Valneva den Auftrag einer Zulassung, ein entsprechender Auftrag für die EU werde vorbereitet. Also wir haben jetzt schon diese Kooperation, die EU wahrscheinlich bald mit diesem Impfstoff eingehen wird. Und dann hieß es auch vom Unternehmen, und in Großbritannien läuft ebenfalls schon ein solcher Auftrag. Wir haben jetzt einerseits den zentralen Punkt, die zentrale Aussage, wieso dieser Kursverlauf extrem gut explodiert ist, und zwar, weil hier die klinische Studie extrem positiv ausgefallen ist. Und gerade darum könnte man einerseits sagen, AstraZeneca gehört schon ins Impfprogramm drin, also wieso auch nicht Valneva, wenn diese doch extrem oder deutlich besser sind als AstraZeneca. Ebenfalls eine relativ positive News, wir können generell auch nochmal gucken, was hier überhaupt in der Vergangenheit los war, und wir sehen einen leichten Kursrutsch hier. Und das hat einerseits was damit zu tun, dass Großbritannien einen Auftrag vorerst zurück gewiesen hat, weil die einzelnen Quoten noch nicht so positiv waren, weil der Impfstoff da noch nicht so gut erforscht war. Aber jetzt zum aktuellen Zeitraum sehen wir wieder einen raffinierten Anstieg hier um ca. 42%. Deshalb könnte man einerseits auch vermuten, dass der Kursverlauf bald wieder bei ca. 25 Euro stehen könnte. Jetzt aber erstmal zu dieser technischen Chartanalyse, wo wir einzelne Prognosen, aber auch Kaufsignale klären werden.
So, und den Weg gehen wir einfach einerseits mal eben kurz zusammen. Wir haben einen Boden hier bei Valneva bei ca. 10,55 € eingepreist, jetzt durch diese weiße horizontale Trendlinie. Dann haben wir eine weitere wichtige Marke, und zwar die Lage der letzten Situation, der aktuellen Situation, wo sich Valneva in den letzten paar Wochen noch rumgetrieben hat, und das war hier mehr oder weniger eine Art fallender Trend. Jetzt können wir ganz einfach schon sehen, welche Formation vorliegt. Ich sage es immer wieder, wir haben eine Art Dreiecksformation, eine relativ bekannte und berüchtigte Situation, die man natürlich auch klassischerweise immer definieren kann. Einerseits haben wir innerhalb dieser Situation hier immer eine Art unsichere Phase. Der Markt weiß nicht, soll er jetzt steigen, soll er jetzt fallen. Man weiß nicht, was die überhaupt Thema bei dieser Aktie ist, und man ist sich unsicher. Keiner weiß, ob man es gerne kaufen oder verkaufen möchte, und diese ewig lange Situation, die sich hier auch über ein paar Wochen hinweg gestreckt hat, ist natürlich immer eingepreist durch eine Überschreitung der oberen weißen Trendlinie, die jetzt hier im fallenden Trend gekennzeichnet hätte, oder durch eine des Bodens hier bei ca. 10,55 €. Also haben wir beide Optionen eingetroffen. Entweder hätte Valneva hier letztendlich ausbrechen können, einen steigenden Trend zurücklegen können, oder der Boden würde unterschreitet werden, und dann sind wir natürlich ebenfalls im fallenden Trend. Wir haben uns natürlich für die erste Variante entschieden. Somit haben wir die einzelnen technischen Signale auch schon hier relativ gut definiert. Wir haben natürlich das Kaufsignal bei der Überschreitung hier diese Dreiecksformation gehabt, die sich letztendlich auch bereits am vergangenen Freitag ereilte. Doch jetzt wahrscheinlich die erstmal viel, viel spannendere Frage, natürlich zielgerichtet mit einem Blick in die Zukunft. Und da haben wir natürlich erstmal die Frage, wohin kann das Ganze gehen? Wie ausschlaggebend war diese News für den aktuellen Aktienkurs? Und sehen wir bald wirklich dieses Allzeithoch von ca. 25 €, das ich ebenfalls mal kurz kennzeichnen möchte, ebenfalls mit einer weißen horizontalen Trendlinie jetzt hier oben in weiß gekennzeichnet. Und da sind wir jetzt wirklich schon in so einem Zwiespalt, in einer Art Phase, wo wir wirklich eine Entwicklung haben, wo sich das Unternehmen relativ gut gesteigert hat. Natürlich erstmal mit der negativen News, dass es erstmal aus dem Impfstoffprogramm von Großbritannien ausgeschlossen wurde. Dann aber am heutigen Tag mit der klinischen Studie, die extrem positiv ausfiel, und natürlich ebenfalls den Aktienkurs wieder um sage und schreibe 40%, aktuell sind sogar 43% in dem grünen Bereich gedrückt hat. Ich würde sogar sagen, dass diese News wirklich ein Fundament, ein Startschuss eines steigenden Trends ist. Deswegen eine Investition sollte man hier erstmal nicht ausschließen. Dennoch sollte man ebenfalls als Gegenargument sagen, dass es mal wieder eine relativ spekulative Aktie ist. Also, wir haben gewisse Volatilitätsphasen, und wenn man damit nicht so gut klarkommt, wenn man nicht damit so gut klarkommt, dass das Depot mal gut 10% im grünen, aber auch 10% im roten Bereich fallen kann, dann sollte man hier bei dieser Aktie vielleicht erstmal abwarten, beziehungsweise erstmal die Finger von lassen. Es sind relativ gefährliche, relativ riskante Aktien. Eine News und der Aktienkurs ist wieder bei 10, 12 €. Eine weitere positive News, und so könnte es auch sein, dass der Aktienkurs auch wieder bei 25 €. Wie gesagt, es ist eine relativ verzwickte Situation. Ich würde hier mein Plenum erstmal sagen, dass wir auch in den nächsten Wochen bereits schon Richtung 20, 25 € gehen können. Und das würde ich erstmal als vorherige Prognose definieren. Ich nehme einfach mal so grob den breit gestreuten Bereich hier 20, 22 €, den wir vorerst natürlich relativ gut einhalten können. Dann eine weitere interessante Marke wäre natürlich hier Richtung Allzeithoch bei 24, 25 €. Und mit dessen Überschreitung könnte das ebenfalls wieder einer extrem positiven Kursmündung, in einen extrem guten positiven Kursverlauf münden. Ich hoffe es natürlich, was das angeht, halte ich euch gerne auf den neuesten Stand. So, das war es erstmal zu Valneva. Ich würde sagen, diese News ist extrem relevant gewesen und wird ebenfalls weiteren Schwung in diese Aktie reinbringen. Jetzt aber die Frage, ist dieser Kursanstieg schon ausgepreist, oder hat das Ganze diese News schon ausgepreist oder nicht? Ich würde sagen, hier ist definitiv mehr Potenzial. Eine kurze Frage an euch, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich habe das Design geändert. Wie findet ihr dieses ganze Design mit den einzelnen Kursverlauf, dass ich das hier wie angepasst habe? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wir machen direkt weiter zu OcuGen, die während Aufnahme dieses Videos schon weiter in einen fallenden Trend gefallen sind. So, und bei der OcuGen-Aktie ist die Lage vielleicht noch ein bisschen verzwickt, da hier muss man natürlich wieder auf die Vergangenheit einen kurzen Bezug nehmen. Und darum stellen wir uns erstmal die Frage, was überhaupt los war, wieso die Aktie am 11.12. beziehungsweise allgemein in der letzten Handelswoche so stark explodiert ist. Und zwar haben wir hier wieder eine positive News gehabt, die aber anscheinend etwas mehr Hype als eigentliche Bewertung erhalten hat. Und hier handelt es sich ganz gerade um die Zulassung des Impfstoffes
für Kinder zwischen 2 und 18 Jahren. Das hört sich erstmal positiv an, dachte ich mir auch erst, habe ebenfalls dann zu diesem Zeitpunkt gekauft und mich noch gar nicht so richtig mit dieser Aktie bzw. mit dieser News ausgiebig gefasst, aber nach ein bisschen Recherche ist mir dann relativ schnell aufgefallen, dass wir wirklich hier nicht den reinen Impfstoff bzw. dass auch Qgen nicht diesen reinen Impfstoff besitzt, sondern mehr oder weniger nur die Vermarktungsrechte. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine 1:1 Aufteilung, sondern mehr oder weniger nur so einen ganz kleinen prozentualen Anteil von diesem Impfstoff, der letztendlich von BioNTech entwickelt wurde, und das Ganze ist ebenfalls erstmal ein negativer Trugschluss gewesen. Das Ganze könnte wahrscheinlich auch der Grund dafür sein, dass diese Halbphase vorerst am 15. Oktober, sprich am Freitag der letzten Handelswoche wieder beendet wurde. Hier konnte ich zum Glück dann auch mit einem relativ guten Plus verkaufen, dennoch eine relativ verzwickte Situation. Man muss genau lesen, man muss wirklich auch genau recherchieren, was wirklich im Umlauf sind, sonst sind spekulative Aktien dieser Art relativ riskant. Wir gucken jetzt einmal kurz auf die charttechnische Analyse. Wie zu erwarten, haben wir natürlich erstmal diese Halbphase gehabt, die Qgen auch in den letzten Monaten, in den letzten Wochen sogar relativ schnell immer gut durcherlebt hat. Wir sehen immer einen Anstieg um ca. 50-60%, dann kommt wieder eine Art Korrektur. Ein feiner Trend, der hier wieder eine Art Boden bildet, und dieser Boden ist wie gesagt auch in den letzten paar Wochen relativ stabil gewesen, hier bei ca. 5,82 €, und da zeichnen wir ebenfalls wie bei der Valneva Aktie eine Art vertikale Trendlinie ein. So, jetzt haben wir den ersten Punkt schon mal abgehakt, jetzt sind wir relativ bei der zweiten Ebene, und hier müssen wir einmal kurz gucken, wo war der Kurs in der Vergangenheit relativ häufig, und da fällt mir direkt schon ein Bereich relativ gut auf, und zwar hier zum Beispiel am 25. August, diese Phase, wo der Kurs relativ nah hier in diesem Bereich abgespiegelt war, auch hier die folgenden Wochen ebenfalls eine relativ gute Bereich, wo der Kurs platziert war. In diesem Bereich sind wir aktuell natürlich wie zu erwarten auch wieder reingekommen, das heißt, wir können davon ausgehen, dass Qgen gerade in diesem Bereich eine Art Stabilisierungsphase zurücklegt und vielleicht mit erneuten Kräften, mit einer weiteren positiven News wieder in diesen positiven Bereich gedrückt wird, wo man dann natürlich weiter abwägen könnte, ob es eine Investition wert wäre. Und gerade hier will ich definitiv in den Vordergrund stellen, dass Qgen extrem stark an Halbphasen letztendlich eingepreist ist. Das heißt, wir sehen eine Phase, wo Qgen innerhalb von einer Woche, es ist gar nicht mal länger, von einer Woche extrem gut nach oben gedrückt wurde, wo viele Leute wieder neu einsteigen, auf den Zug mit aufspringen, aber dann ist es innerhalb von 2 Tagen wieder Geschichte. Dann sind wir innerhalb von den nächsten kommenden 2 Handelstagen wieder am Boden gefangen, hier bei ca. 6,50 €, wo wir aktuell platziert sind, und gerade hier sollte man extrem doll mit aufpassen. Wenn man sich mit diesem ganzen Trading relativ gut auskennt, könnte man natürlich immer Investitionen wagen. Wie gesagt, relativ vorsichtig sein mit Stop-Loss-Arbeiten, auch gerne auch mal die einzelnen Gewinne mitnehmen. Das ist aktuell vielleicht auch noch so eine leichte Schwierigkeit, die man natürlich immer im Kopf behalten muss. Wie viel Rendite nehme ich mit? Wie viel Prozent sind mein Limit? Ab wann sage ich, ja, ich bin zufrieden, ich verkaufe meine Position, denn wenn man hier zu lange hält, dann ist man wieder meines Erachtens relativ schnell auf Null, beziehungsweise auch im Minus, je nachdem, wo man dann eingekauft hat. Jetzt aber die Frage an euch: Wie seht ihr diese Aktie? Wie würdet ihr diese Aktie einstufen? Und ich bin generell hier auch, wie bereits schon erwähnt, der Meinung, dass es mehr Hype als alles andere ist. Wir haben eine Impfstoffaktie, die natürlich relativ billig zu kaufen ist, aber dennoch durch diese einzelnen positiven News relativ stark profitiert. Wir sehen aber auch immer eine Art Überbewertung. Das heißt, diese News, die rausgekommen ist, dass dieser Impfstoff von BioNTech jetzt für 2- bis 18-jährige Leute zugelassen wird, ist einerseits positiv, aber das ist letztendlich nur eine Art Vermarktungsanteil oder dass Qgen nur Vermarktungsanteile besitzt, wurde erstmal gar nicht so richtig einkalkuliert, und das Ganze hat natürlich diesen kleinen Sturz hier wieder zur Folge gehabt. Ähnliche News-Situationen hatten wir natürlich auch bereits schon im August, bereits schon auch im September. In den letzten Wochen sind solche Szenarien relativ interessant gewesen. Jetzt aber erstmal meine Einschätzung: Wie könnte man jetzt hier in dieser Situation am besten vorgehen? Und da würde ich erstmal einen einzelnen fundamentalen Grund hier in den Vordergrund stellen und gerade erstmal abwarten, bis sich diese Volatilitätsphasen widerlegen. Das heißt, wir haben hier erstmal, nehmen wir ein Beispiel aus der Vergangenheit, hier zum Beispiel nehmen wir das hier, so im August müsste das gewesen sein, einen Anstieg gehabt, wo die Aktie innerhalb von kürzester Zeit relativ gut nach oben geschossen ist. Dann kam die bereits erwähnte Korrektur dieser Konsolidierungsphase im erhöhten Bereich, wo die Aktie natürlich erstmal abgestürzt ist. Dann kam wieder eine leichte Aufstieg, eine Normalisierungsphase, und in dieser
Phase, wo sich der Kurs erstmal wieder innerhalb des roten Bereiches, den wir auch gerade schon definiert haben, hier von ca. 6 bis 6,52 Euro hier wieder in diesen Kurs begibt und relativ horizontal läuft, dann könnte man natürlich abwägen, wie man in diesem Bereich vorgeht. Wenn wir natürlich diesen Bereich relativ positiv über einen guten Anstieg hier wieder verlassen, ich zeichne das mal eben so grob ein, das heißt, es könnte sein, dass sich der Kurs hier in diesen Tagen erstmal so einpendelt und sobald der Kurs wieder extrem gut nach oben schießt, vielleicht so ein Signal, wo wir wirklich sehen, der Balken verlässt jetzt wirklich diesen roten Bereich und will wieder Richtung 10, 20 Euro steigen, wenn 20 Euro schon ein bisschen viel sind, aber Richtung hohen Bereich steigen, dann sollte man vielleicht hier noch eine Investition treffen oder man wartet ab, bis man wieder Richtung Boden geht, bis der Boden hier erstmal unterstützt wurde, hier bei ca. 8,52 Euro und sobald man hier ist, könnte man ebenfalls ein Bein setzen. Zwei Möglichkeiten, die erste würde ich definitiv bevorzugen, wir warten auf eine entspanntere Phase, gucken dann, beachten diesen Kurs extrem genau und sobald wir diese entspannte Phase wieder mit einem relativ guten, volatilen, positiven Schuss verlassen, könnte man ebenfalls schnell investieren. Alles nur auf kurzfristiger Basis, relativ schnell sollte man hier vorgehen, sonst hätte man natürlich hier die Gefahr, dass die Aktie in den nächsten Tagen wieder abstürzen könnte. Deshalb würde ich auch erstmal als vorherige Prognose bei ca. 8 bis 8,20 Euro bleiben. Wenn das Ganze noch weitergeht, sehe ich mich aber auch schon relativ gut hier bei ca. 8,90 Euro bis 9,20 Euro. Diese Bereiche könnten definitiv zukünftig passieren. So, das soll es auch wieder mit dem heutigen Video gewesen sein. Es kommen auch weitere Videos am heutigen Tag online. Wie gesagt, jetzt geht das Ganze richtig los. Jetzt ist es auch aktuell richtig spannend an den einzelnen Aktienmärkten. Wir haben eine Woche Pause gemacht, dafür jetzt umso mehr. An der Stelle wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis später, haut rein, macht's gut und Chibio.